Guten Tag, liebe Kräuterfreunde. Heute geht's mal um Allium. Wir kennen ja viele Kräuter, Gewürzpflanze unter der Gattung Allium. So unseren Knoblauch Allium sativum, den Schnittlauch Allium schönobrasum, den Bärlauch Allium ursinum. Auch haben wir schon lange im Programm den Weinbergslauch, Allium vineale und unseren Schnittknoblauch, Allium tuberosum. Aber haben Sie gewusst, dass auch viele Zierarten essbar sind? Hier zum Beispiel der dreieckige Lauch, Chililauch. Oder der Zierlauch Samadrammer. Gerne erzähle ich euch Näheres darüber. Hier findet ihr mich wieder an unserem Messestand bei der virtuellen Hausmesse. Heute geht es um Allium. Natürlich sehen die jetzt alle noch etwas winterlich aus, eingezogen. Hier der Schnittknoblauch. Schnittlauch steht noch draußen, sieht man noch gar nichts außer altem Laub. Aber zum Beispiel unser Knoblauch ist schon gut ausgetrieben. Weinberglauch braucht noch etwas. Aber was ich euch noch zeigen möchte, das sind die verschiedenen Zierlaucharten oder weniger bekannte Laucharten. Allium ist ja eine faszinierende Gattung, ist weit verbreitet. Es gibt, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Arten. Viele kennen wir schon als Gewürzpflanzen, viele als Zierpflanzen. Was wir jetzt getan haben, wir haben probeweise einige dieser Zierformen aufgepflanzt, auf Empfehlung eines Vertreters, um zu testen, ob die auch als Gewürz was taugen. Und ich muss euch sagen, sie taugen. Wir haben hier zum Beispiel den Allium Samadrammer. Bekannt als Zierlauch, wird bis zu 90 cm hoch, also sehr hoch. Und sage und schreibe, taugt auch als ausdauernder Lauch, also auch als Poree-Gemüse. Habe ich heute erst probiert. Schmeckt echt wie Poree. Und Vorteil natürlich, der ist winterhart, mehrjährig. Wie man sieht, bildet relativ schnell Kindeln. Man erntet die dicken Stangen, lässt die dünnen stehen. So wie bei unserem bislang bekannten ausdauernden Lauch, von dem wir übrigens nur noch eine Pflanze haben. Dann als nächstes darf ich euch den dreieckigen Lauch vorstellen. Jetzt muss ich selber gucken. Allium triquerum. Der sieht interessant aus, würde ich sagen. Habe ich auch probiert, könnt ihr auch gerne probieren. Schmeckt wie Schnittlauch, nur ganz mild. Finde ich ein feiner Geschmack. Dann hier der Chililauch, Allium bulgaricum. Da gibt es noch nicht viel zu probieren, aber man sieht, er treibt aus. Uiuiui. Ja. Scharf. Es gibt noch ein paar weitere Sorten, die wir aufgepflanzt haben, die allerdings noch nicht austreiben. Und wir werden diese zusätzlich als Neuheit anbieten, so im Paket. Schauen Sie einfach in unsere Tabelle, die aktuelle Verfügbarkeit. Ab Anfang März werden die alle lieferbar sein.